Ein herzliches Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Blood Ties oder Blutbande mit mir von New York Gameplays als Hobby. Hier sind wir stehen geblieben im letzten Teil. Wir haben ein Blatt bekommen mit einer Karte, die uns sagt, wir sollen hier unten im Keller hingehen, wo wir hier mit Winston Jarr immer Schach gespielt hatten. Hier sind wir noch tiefer in den Keller gegangen, wo wir auch seine Weinflasche gefunden haben. Hier scheint es einen Geheimgang zu geben, wo wir eine neue Kombination brauchen. Ich nehme mal an, er hat wieder eine Kombination mit unseren Hieroglyphen, mit unseren Hieroglyphenzettel. Und da müssen wir einfach mal nachschauen, was das für Hieroglyphen sind und was sie für die Ziffern haben. Schauen wir mal nach. Also ich habe mir das jetzt abfotografiert auf meinem Handy. Ich werde also auf mein Handy dann gucken. Und dann schauen wir doch gerade mal nach. Hier war das, glaube ich. Genau, Jetzt Hieroglyphenblatt. erinnere ich mich. Jeder Bezirk im alten Ägypten hatte ein Symbol und eine Zahl. Ich fand die Symbole schon immer schöner als die Zahlenhieroglyphen. So, ich muss nur gerade mal das Foto öffnen. Okay, das erste ist also eine 1. Das zweite eine 4 und das dritte ist dieser Vogel hier, eine 2. Also 1, 4, 2. Müsste dann die Kombination sein, falls da irgendwie ein Safe oder sowas ist. Dann, ja, gehen wir wohl runter in den Keller. Und ich weiß nicht, wir haben immer noch nicht alles gefunden. 10 Dokumente fehlen uns noch. Und noch 10 Relikte. Ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wo das sein soll. Können wir raus? Ich habe doch jetzt eigentlich so gesehen alles durchgeguckt. Ich habe doch den Hauptschlüssel. Vielleicht kann ich jetzt aus dem Haupteingang, Ausgang wieder raus. Wenn das jetzt schon das finale Rätsel ist, dann gucken wir doch lieber nochmal nach. Schauen wir doch erstmal nochmal nach, ob wir raus können. Nee, können wir nicht. Dann habe ich keine Ahnung, wo ich den ganzen Rest finden soll. Wir waren jetzt in jedem Raum und haben alles durchgeguckt. Komische Sache. Dann kann es ja in dieser Hinsicht doch noch nicht zu Ende sein, auch wenn da jetzt steht, finales Rätsel. Also hier innen und hier. Ah. Okay. Was habe ich gesagt? 1, 4, 2? Oh, die 1 steht schon. Ein geheimer Gang mit dem Stromkasten. Bitte? Drücken Sie E zum... Gesperrt. Öffnet er die Geheimtür von innen? Hoffentlich sitze ich hier nicht fest. Die läuft langsam. Oh, hier ist eine etwas größere Technik, modernere Technik eingebaut. Interessant. Hat Dad all das gebaut, nur um seine Forschung zu schützen? Oh. Versteckte Wahrheit. Suchen Sie in Lord Kofs Geheimgewölbe nach Hinweisen.
Oh, wow. Okay. Alles klar, hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen noch was zu finden. Die Renovierung läuft im Geheimen. Die Arbeiter, die Roth eingestellt hat, wurden fürstlich entlohnt, damit sie keine Einzelheiten festhalten. Und ich bin zuversichtlich, dass nichts von meiner Arbeit nach außen dringen wird. Ich habe meine Funde zu sorglos präsentiert und die falsche Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Roth hält mich für paranoid, weil ich ein Geheimgewölbe baue, aber ich werde beobachtet. Meine Arbeit ist zu wichtig und vielleicht zu gefährlich. Sie darf nicht in falsche Hände fallen. Ich brauche einen sicheren Ort dafür. Tja, Trinity kam ja da anscheinend dann doch irgendwie dahinter. Für Roth schien Dad paranoid zu sein, aber ich verstehe, warum er das Gewölbe bauen ließ. Ich auch. An den Tisch in der Mitte gehen wir zum Schluss hin. Ui, hier krabbeln sogar Käfer rum. Oh, die fehlende Seite. Die fehlende Seite der Renovierungspläne. Sie wollten nicht, dass jemand außerhalb der Familie von der Gruft erfährt. Was für eine Gruft? Okay. Den geheimen Raum hier oder eine Gruft? Liebster, es ist still. Es ist jetzt so friedvoll still. Selbst nach dem chaotischen und schrecklichen Absturz kann ich mich der Schönheit dieser Berge nicht entziehen. Ich verstehe, welche Magie dich hierher gelockt hat. Sei versichert, in diesem Moment spüre ich keinen Schmerz. Nur große Traurigkeit. Traurigkeit, dass ich dein Lächeln nicht mehr sehen konnte. Dass ich nie die wundervolle Frau treffen werde, die unsere Tochter sein wird. Es gibt so viel zu sagen. Aber ich bin müde. Die Sonne geht unter. Die Kälte der Nacht wird mich überwältigen. Ich weiß, dass ich bald einschlafen und in dieser Welt nicht wieder erwachen werde. Ich habe Angst, Richard. Gibt es ein Jenseits? Du weißt, Glauben war nie meine Stärke. Darum halte ich jetzt an deinem fest. Ich halte ihn so fest, wie ich nur kann, Liebster. Werde der Vater, den Lara verdient. In ihr werde ich weiterleben. Junge, Junge. Ich kann mir nicht vorstellen, was Dad empfand, als er den Brief von Mom las. Ich kann ihn kaum lesen und dabei in Tränen auszubrechen. Ich hoffe, dass er schließlich Amelia in mir sah. Ein heftiger Brief, okay. Mom starb ganz allein. Sie war so tapfer. Na gut, an sich blieb ihr nichts anderes übrig nach dem Flugzeugabsturz in den Bergen. Da war sie wohl allein. Wahrscheinlich noch sehr verletzt. Da kann sie nur allein sterben, was? Es sollte jetzt kein Witz sein oder sowas, aber sie war trotzdem mutig. So, ich weiß nicht, ob das hier uns weiterführt, aber wir gucken jetzt einfach mal weiter dahinter. Ist, glaube ich, ein Loch in der Wand. Das heben wir uns mal auf. Hier ist ein Schalter. Das heben wir uns auch mal auf. Hier ist ein Buch. Dads gesammeltes Wissen. Hier drin stecken bestimmt unzählige Geheimnisse. Dann lass uns das doch mal öffnen. Ein Schloss ist nicht dran, einfach nur aufmachen. Da ist noch ein Brief. Richard, ich wollte letzte Woche persönlich mit dir sprechen, aber dein Diener hat mich verscheucht wie einen gemeinen Hausierer. Er sagte, du seist untröstlich und könntest noch keine Besucher empfangen. Er sagte, du gibst dir selbst die Schuld. Dazu kann ich nur sagen, absolut zu Recht. Ich hoffe, du leidest. Ich hoffe, dass du für den Rest deines Lebens unter diesem Verlust leidest. Ich hoffe, du lebst lange genug, um zu fühlen, wie dieser Schmerz wächst, statt zu schwinden. Denn das hast du verdient. Du hast uns Amelia genommen. Du hast ihren Ruf ruiniert und ihren Verstand mit Kinderfantasien vergiftet. Du hättest sie genauso gut mit eigenen Händen erdrosseln können. Kontaktiere mich nie wieder.
aber du musst für die Zukunft deiner Tochter vorsorgen. Hast du schon mal überlegt, dass es besser wäre, wenn du Amelia möglichst schnell folgst? Als Laras gesetzlicher Vormund könnte ich den Schaden, den du dem armen Mädchen zugefügt hast, vielleicht noch teilweise beheben. Wenn nicht, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Namen Croft auszulöschen. Lara verdient Besseres als dich. Wie auch Amelia und wir alle. Atlas. Ein wirklich netter Onkel. Den würde ich auch hassen, auf jeden Fall. Junge, Onkel Atlas wird nicht aufhören, bis der Name Croft ruiniert ist. Ich muss eine Möglichkeit finden, ihn aus meinem Leben zu schaffen. Eine Mikrowelle? Ein kleiner Geschirrspüler? So, hier ist sonst nichts mehr. Alles nur noch hier am Tisch. Das war's. Ich habe getan, was ich konnte, aber meine Emilia ist und bleibt tot. Roth war entsetzt von meinem Plan und flehte mich an, das Ritual nicht zu vollziehen. Nicht aus Angst, es könnte funktionieren, sondern aus Angst, was ich tun würde, wenn es scheitert. Und es ist gescheitert, ohne Zweifel. Ich bin exakt nach meinen Erkenntnissen vorgegangen. Als ich den Stein in das Elixier fallen ließ und es an ihre Lippen hielt, dachte ich für den Hauch eines Moments, es hätte funktioniert. Es war Mitternacht und meine Taschenuhr blieb unerklärlicherweise stehen. Die Luft knisterte, wie kurz vor einem Blitzeinschlag. Einen Herzschlag lang glaubte ich, mir würde das Leben ausgesaugt, wie wenn man ein Glas leert, um es Emilia wieder einzuflößen. Ich hätte den Tod begrüßt, wenn ich dafür wieder Leben in ihren Augen gesehen hätte. Doch der Moment verging. Emilia ist tot. Und ich wurde nicht zum Orpheus. Wir kehren nach Hause zurück und betten sie zur Ruhe. Das schulde ich ihr. Oh Mann. Oh Dad, ein Teil von mir wünscht sich, du hättest Erfolg gehabt. Ja klar, natürlich, weil wir schon nicht seine tote Mutter zurückhaben. Du hast sie heimgebracht. Sie ist hier, irgendwo. Okay. Die gehört zu einem Statuenset, das Dad in China gefunden hat. Er glaubte, es stamme aus dem Tempel von Xian. Muss ich mir irgendwann mal ansehen. Okay. Dads tibetanische Schriftrolle. Bis weit in die Nacht hinein hat er sie immer studiert. Cool. Die sieht klasse aus. Vielleicht gelange ich ja damit in andere Teile des Anwesens. Wieso in andere Teile des Anwesens? Der Brechstein kann zur Ausstellung von verschiedenen Objekten und Türen im Anwesen benutzt werden. Interessant. Da ist eine Inschrift. Das ist das Croft-Universum. Unser Wissen liegt im Osten, unsere Ruhe im Westen. Unser Morgen liegt im Süden und unser Gestern im Norden. Okay. Unsere Ruhe im Westen. Also würde ich mal sagen, ist im Westen irgendwie vielleicht ihre Mutter beerdigt? Unser Gestern im Norden. Ob noch etwas anderes unter dem Anwesen ist? Okay, die Wand können wir kaputt machen. Das machen wir später. Unglaublich. Selbst hier drin hat Dad seine Entdeckungen versteckt. Okay. Ja, die Wand können wir kaputt machen, das ist mir schon klar. Kann man aber nichts von lesen. Ach so, ich glaube, raus kann ich ja gar nicht mehr, ne?
Ich komme also nicht mehr zurück. Ich wollte jetzt eigentlich schon die ganzen Schließfächer aufmachen. Aber das geht wohl noch nicht. Gut, dann bleibt uns ja nur noch ein Weg. Was ist das für eine Scheibe? Important. Das Kreuz, das kennen wir. Sind es die drei Teile? Nicht, dass wir jetzt irgendwo ihre verwesene Mutter finden oder sowas. Das wird ja dann noch zum Albtraum hier. Ach, hier bin ich wieder. Okay. Hi, Dad. Also, die Schule hat zwar gerade erst angefangen, aber wann darf ich wieder zur Ausgrabungsstätte kommen? Hier ist es so langweilig. Wir machen nur Sachen, die ich schon im Sommer gelesen habe. Ich sehe die ganze Zeit aus dem Fenster und denke über unsere Expedition nach. Und dann schimpft der Lehrer, ich würde träumen. Ich will auch ganz brav sein und dich nicht stören und das tun, was du mir sagst. Es fehlt mir, Dad. Und du fehlst mir. Ich kann mich nicht erinnern, das geschrieben zu haben. Ich kann mich aber erinnern, dass die Schule langweilig war. Okay. Komisch, dass sie sich nie an gewisse Sachen irgendwie nicht mehr erinnern kann. Gehirnwäsche vielleicht. So, dann gehen wir mal komplett zurück. Komisch, ich habe keine Tür gefunden, die ich nicht aufschließen kann. Vielleicht die versperrten Wege, sage ich jetzt mal, die zugebaut wurden mit brechbaren Platten oder so, dass ich die jetzt aufbrechen kann. Und dadurch dann noch weiter herumsuchen kann. Ich erwarte, als es irgendwas auftaucht und mich erschreckt. Ey. Ich weiß nicht wieso. Dieser Geist, der einmal kurz auftauchte, der hat mich jetzt total verunsichert in dem Spiel. So, dann öffnen wir mal hier die hier zum Beispiel. Nichts. Hier haben wir was. Lord Croft ist entschlossen, den Westflügel abzuriegeln. Ich habe versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, aber umsonst. Und zu allem Übel glaube ich, seine Erlebnisse in Tibet haben seine Besessenheit noch verstärkt. Er lebt jetzt quasi in seinem Arbeitszimmer und erforscht Gott weiß was. Und die arme Lara, sie ist so verwirrt. Zu jung, um die Tragödie zu begreifen, die über dieses Haus gekommen ist. Ich hoffe so sehr, dass Lord Croft seine Trauer überwindet und sich erinnert, dass er eine Tochter hat. Aber ich fürchte, er wird seinem obsessiven Wesen nachgeben, das Lady Amelia so gut zu zügeln verstand. Ich werde jedenfalls für die kleine Lara da sein. Bei mir wird sie kein Leid und keine Trauer spüren, nur die Liebe und Unterstützung, die sie verdient. Winston war mein Fels in der Brandung. Immer ein Lächeln auf dem Gesicht zeigte niemals, dass etwas nicht stimmte. Respektvolle Pflicht. Ja, was ist denn mit Winston passiert? Das würde mich auch echt mal interessieren. Hat man denn noch mehr zum Aufbrechen? Gut, wir gehen jetzt mal den eigentlichen Weg, den wir wohl gehen sollten, wieder zurück. Nämlich auf der anderen Seite die Leiter halt eben hoch. Ich bin ehrlich gespannt, wie das hier ausgeht. Also das
wird echt interessant hier. Wird hier vielleicht noch irgendetwas passieren? Oder decken wir wirklich einfach nur Geschichten auf? Ich bin echt gespannt. Ach ja, wieder hier beim Arbeitszimmer. Genau. In der Bibliothek. Wie gesagt, ich erwarte ständig, dass hier irgendwo plötzlich einer steht oder sowas. Ich bin momentan ziemlich verunsichert. Diesmal bleibt die Tür offen. So, ich soll jetzt irgendwie auch woanders hinkommen können. Wie zum Beispiel vielleicht hier hin. Aber das ist auch das Elternschlafzimmer oder etwa nicht? Nee, es sieht auch wie so ein Arbeitszimmer aus. Aber da können wir auch nicht hin. Wir können ja auch nichts aufbrechen oder sowas. In die Halle müssen wir. Okay. So, ja klar. Ach ja. Unser Wissen liegt im Osten, unsere Ruhe im Westen. Unser Morgen liegt im Süden, unser Gestern im Norden. Okay, wahrscheinlich können wir doch raus. Okay, der Norden geht schon mal. Aber der Westen geht wohl nicht. Nee. Die Tür leuchtet auch nicht. Kann ja wohl nur das hier gemeint sein. Die Kroft-Familiengruft. Na wunderbar. Direkt in meinem eigenen Haus ist die Gruft mit drin. Na, wer da noch gut schlafen kann. In dem Haus. Wie toll ist das denn? Die Familie ist immer besser. Ich dachte, ich kann Kerzen anmachen mit dem Feuer. Aber scheinbar nicht. Okay. Es ist so still. Unglaublich. Diese Gruft war die ganze Zeit hier. Und man selber wusste nichts von. Ich hatte erwartet, dass mich zu Hause nach Emilias Begräbnis eine niederschmetternde Endgültigkeit übermannen würde. Und ja, als ich die letzten Begräbnispflichten erfüllt hatte, war ich überzeugt, ich würde neben ihr zu Boden fallen und sterben. Nicht aus Trauer, sondern wegen der furchtbaren Erschöpfung der letzten Wochen.
Doch als ich der Mausoleumsstein schloss, spürte ich eine Art Frieden und Energie, was mich völlig überraschte. Dies war nicht das Ende unserer Geschichte, und ich war ein Narr, das zu glauben. Ihr Körper mag fort sein, doch ihr Geist ist noch hier, im Anwesen, in mir, in Lara. Ihre Seele und meine sind eins, und der Tod ist bloß eine flüchtige Unterbrechung. Ich trat aus der stillen Kälte hinaus in ein gleißendes Sonnenlicht, und meine Gewissheit wuchs. Der Tod ist nicht das Ende, und es ist noch vieles zu tun. Hier hat alles begonnen, die Besessenheit unserer Familie, und nun ist es an der Zeit, dass ich unsere Arbeit abschließe. Okay. Ihr Geist ist noch im Anwesen. Wir haben es vorhin gesehen. Wir sie taucht nochmal auf. Kerze kann ich nicht anmachen. Das wird wohl ihre Mutter sein, da in der Mitte. Krass, ey. Das ist sehr heftig, ja. Die eigene Familie unterm Haus. So gesehen. Mein Gott. Kann das sein? Ned, du hast sie heimgeholt. Wie viele Quarfs gab es denn schon? Ja, wir gehen gleich zu den Grabsteinen. Ich will mich erstmal noch mal umgucken, aber ich finde wohl nichts mehr. Wir können also nur zum Grabstein. Meine liebste Lara. Es ist sehr schwer, dies zu schreiben. Weil ich weiß, dass es für dich nur Worte auf Papier sein werden. Ob du dich an meine Stimme erinnerst? Wie wir zusammen gespielt und gelacht haben. Oder ich dich getröstet habe, wenn du traurig warst. Denk dran, dass ich immer noch bei dir bin, Lara. Meine Energie, meine Liebe. Sie ist in dir. Und das wird sie immer sein. Nutze diese Energie und folge deinen Leidenschaften im Leben. Lass dir nie von anderen den Weg vorschreiben. Wer du sein wirst, bestimmen deine Entscheidungen. Die Liebe, die du gibst, die Versprechen, die du einhältst. Ich hoffe, du bist glücklich. Dass du geliebt und erfolgreich bist bei allem, was du dir vornehmen wirst. Ich bin stolz auf dich, mein Schatz. Vergiss mich nicht. Mit all meiner Liebe, deine Mutter. Okay. Rise of the Tomb Raider, Blood Ties. Was ist das? Ein Brief? Zusätzliche Relikte. Zusätzliche Relikte sind ab jetzt im Anwesen verfügbar. Die sammeln wir natürlich auch noch auf. Wer weiß, was die natürlich zu bedeuten haben. Allerdings erst im nächsten Teil. Wir sind bei 29 Minuten, bis ich fertig bin mit Quatschen. Das ist über 30 Minuten. Okay, also ich finde natürlich, es ist eine sehr bewegende Geschichte. Ich weine jetzt aber natürlich nicht vor euch, ist ja klar. aber das ist schon eine echt heftige Angelegenheit und eine echt heftige Sache. Die Lara kann einem da echt leid tun. Ich hätte es auch nicht gedacht, wie gesagt, dass eine Gruft mitten im Anwesen, also, beziehungsweise unter ein Anwesen ist. Ich würde niemals mehr in diesem Haus ordentlich schlafen können, glaube ich. Ich weiß es nicht. Na gut, vielleicht fühlt man sich auch wohl, bei seinen Verwandten zu sein. Bei Verwandten, die man überhaupt nicht kennt, die schon seit zig Generationen da unten liegen. Keine Ahnung. Wer weiß, welche Hintergrundgeschichten die alle hatten. Ich weiß es nicht. Aber gut. Ja, wir sammeln jetzt noch den ganzen Rest ein. Gucken mal, was da noch so für Informationen herauskommen. Weil eigentlich haben wir jetzt schon alles gefunden an Informationen. Gerade auch mit ihrer Mutter und ihrem Vater.
Aber wir wollen jetzt mal schauen, was die restlichen Relikte noch uns zu sagen haben. Aber das, wie gesagt, erst im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr seid dann trotzdem wieder mit dabei. Und, ja, habt noch Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Wir sehen uns hoffentlich, wie gesagt, beim nächsten Teil oder auch bei einem anderen Let's Play von mir. Auf Wiedersehen. Das war von New Air Gamblers als Hobby. Also ich. Und tschüss.